In diesem Video zeigen wir keine Bindeanleitung für eine Fliege, sondern wie man einen Maifliegenkörper herstellt. Diese Körper sind charakteristisch für Maifliegen und werden aus hochaufschwimmendem Schaumstoff hergestellt. Eine Nadel wird in den Bindestock eingeklemmt und ein Streifen Schaumstoff in Gelb oder Beige wird vorbereitet, ca. 7 bis 8 cm lang und 3 bis 4 mm breit. Mitten in den Schaumstoff wird ein kleines Loch gemacht. Mit dem Bindefaden wird auf der Nadel eine Grundwicklung gelegt und wird der Bindefaden anschließend zur Nadelspitze zurückgeführt. Für die Schwanzfäden wird Moosmähne, Elchmähne, in einer natürlichen braunen Farbe verwendet. Man könnte die typischen drei Fäden zusammen einbinden, aber wir bevorzugen es, die Haare einzeln einzubinden, damit man, wenn notwendig, einzelne Korrekturen vornehmen kann. Auf jeder Seite kommt ein Haar und ein Haar wird mittig platziert. Mit ein wenig Druck auf dem Bindefaden werden sich die Haare schön spreizen. Nun wird der Schaumstoffstreifen genommen und dieser wird auf die Nadel geschoben. Dabei werden die Haare bis hinter dem Schaumstoff zurückgelegt. Mit einer Dubbingnadel werden sie anschließend wieder nach vorne gebracht. Der Schaumstoffstreifen wird anschließend zurück zur Nadelspitze geschoben. Der Bindefaden wird ebenfalls zur Nadelspitze zurückgeführt und liegt direkt am Schaumstoffstreifen an. Die beiden Seiten des Schaumstoffs werden nun parallel an der Nadel gelegt. Die ersten beiden Wicklungen umfassen den ganzen Schaumstoffstreifen. Bei den nächsten Wicklungen wird der Bindefaden immer erst zwischen Schaumstoff und Nadel positioniert, bevor die Wicklungen über dem Schaumstoff erfolgen und damit die Segmentierung des Körpers entsteht. Zwischen den Segmenten werden die Abstände immer etwas größer. Auf diese Art und Weise werden 8 bis 9 Segmente gebildet.
Zum Abschluss werden die letzten Wicklungen mit einigen Haarfädchenknoten gesichert und werden Bindefaden sowie die Überstände des Schaumstoffs abgeschnitten. Nun kann man den Körper von der Nadel nehmen und noch etwas in Form bringen, bevor man diesen auf den Haken einbinden kann. Wir wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung.